Moin Moin, ihr Schnittchen, und herzlich willkommen zu diesem Coaster Spotlight. Wir begeben uns nach Busch Gardens Tampa, denn da hat seit dem 11.03.2022 eine Bahn eröffnet, die mich vollkommen weggepustet hat. Das habe ich nicht erwartet, und zwar Iron Gwazi. Eine Bahn von Rocky Mountain Construction, ein Hybrid-Coaster, der als Ersatz für die beiden alten Holzachterbahnen Gwazi gekommen ist. Iron Gwazi ist 62,8 Meter hoch, 122,3 km/h schnell, 1242,1 Meter lang, hat einen 91 Grad steilen Drop und bietet auf der Fahrt zwei Inversionen. Ich meine, die Bahn müsste auch die höchste, schnellste und steilste Bahn Floridas sein und hat mich, wie gesagt, vollkommen weggepustet. Nicht nach der ersten Fahrt tatsächlich. Nach der ersten Fahrt war ich mir noch unschlüssig, so, ja, das war ja ganz gut. Also in der ersten Reihe gefahren, war ja ganz gut, aber kommt nicht an Zedra dran zum Beispiel. Irgendwas war da aber schon, wo ich mich schon gewundert habe, so, irgendwas ist ja anders bei diesem RMC. Und dann sind wir halt später nochmal hinten gefahren. Und da hat man dann richtig gemerkt, ja, hier ist ganz viel anders. Die Züge sind nicht anders, die Züge haben genauso die blöden Schienbeinschoner wie die anderen RMCs auch. Das Design vom Zug ist ganz cool. Das Layout an sich, da kommen wir jetzt nämlich erstmal zu, weil dann kann man auch erklären, woran das liegt, dass die Bahn irgendwas anders macht. Ihr fahrt halt nach links raus, habt so einen ganz komischen Drop, der gerade in der letzten Reihe so super wild ist, direkt in die Linkskurve rein auf den Lift. Hab dann den 91 Grad steilen Drop, der wirklich mega, mega, mega geil ist. Hab danach einen nach außen geneigten Airtime-Hügel. Ihr fahrt halt quasi so steil hoch, werdet nach außen geneigt und fahrt dann so wieder runter ins Tal. Hab dann eine Rechtskurve nach oben. Dann kommt eigentlich ist das Ding ein Barrel Roll Down Drop. Also wie das zum Beispiel bei Twisted Timbers die erste Inversion ist. Kommt hier mitten im Layout und hat hier den Namen Death Roll. Iron Gwazi ist thematisiert nach einem Krokodil oder Alligator, ich bin mir gerade nicht sicher. Und die Death Roll ist halt quasi das Manöver, wenn das Tier zuschnappt und dann drehen die sich halt so. Und genau das soll dieses Manöver sein. Und das ist auch mit Abstand die geilste Stelle der Bahn. Gerade in der letzten Reihe ist das absolut phänomenal krass, wie man da irgendwie zur Seite gerissen wird und schneller wird dabei, nach unten fährt. Es ist mega, mega, mega geil und sollte ab sofort überall eingebaut werden, bitte. Das fände ich wirklich ziemlich nice. Dann habt ihr einen Overbank-Turn nach links, habt dann so einen seitlichen Airtime-Hügel über die Station, fahrt dann hoch, habt so eine Linkskurvenkombination in den Zero-G-Stall, die zweite Inversion auf der Bahn, der auch ganz cool ist, der hat aber eine Länge, der ist nicht so kurz wie bei Steel Vengeance, aber auch nicht so lang wie bei Zedra. Also zumindest kam der mir nicht so vor. Aber immer noch ein Zero-G-Stall, super geiles Element, sollte auch jede gute moderne Bahn, glaube ich, haben. Macht mega Laune. Danach habt ihr noch so eine Rechtskurve, einen Airtime-Moment, Rechtskurve ein bisschen länger gezogen, dann irgendwann eine Linkskurve, einen kleinen Drop, Rechtskurve, Drop runter in die Linkskurve, in die Schlussbremse rein und das war's dann quasi. Insgesamt bietet die Bahn 12 Airtime-Momente mit RMC typisch krasser Airtime. Die ist vorne krass, die ist hinten noch krasser. Was diese Bahn aber ganz anders macht als die bisher zumindest von mir gefahrenen RMCs, ist, dass es positive G-Kräfte gibt. Weil zum Beispiel Zedra ist halt hoch, schnell, geil. Keine Frage, hat super geile Airtime, aber hat halt null positive G-Kräfte. Ihr werdet halt nirgendwo in den Sitz gepresst oder sonst irgendwas. Und Iron Gwazi macht das auf einmal. Das wirkt halt so, als hätte RMC plötzlich rausgefunden, wie man denn kraftvolle Achterbahn baut. Also das ist schon wirklich sehr, sehr weird, aber mega, mega geil. Und nach der zweiten Fahrt, die dann in der letzten Reihe war, habe ich dann auch direkt gesagt so, yo, das Ding ist noch geiler als Zedra und das Ding ist generell unfassbar geil. Aber noch zu kurz, um an meine Nummer 1 zu kommen. Aber Iron Gwazi ist ganz, ganz, ganz weit oben bei mir. Wenn ihr wissen wollt, auf welchem Platz, dann schaut euch die Top 50 an.
irgendwo hier verlinkt. Ja, damit hat Busch Gardens einen absoluten Brecher gebaut. Für mich die beste Achterbahn Floridas. Supergeile Kiste, eine der besten Achterbahnen, die RMC je gebaut hat. Sehr schonungslose, Airtime-lastige, kraftvolle Bahn mit supergeilen Überschlägen, einem supergeilen First Drop. Das Einzige, wo man natürlich meckern könnte, ist, oder wo ich meckern könnte, ist, dass man halt nirgendwo richtig geil die Bahn filmen kann. Weil die halt so im Innenbereich von, also Busch Gardens ist eh ganz komisch aufgebaut, mit dem Backstage-Bereich quasi in der Mitte. Und da, von da würdet ihr halt an die Bahn rankommen und ansonsten seht ihr halt immer nur so einzelne kleine Stellen. Das finde ich als Filmer halt ein bisschen schade. Da hätte man die Bahn schon noch irgendwie geiler in Szene setzen können oder so. Aber es ist Meckern auf meinem Niveau, weil ich mit der Kamera halt rumlaufe. Ansonsten ist das Ding phänomenal gut. Punkt. So, es waren auch lustigerweise nur Enthusiasten irgendwie da. Also als wir gefahren sind, wir sind das Ding auch keine Ahnung wie oft gefahren und in der Station standen überall nur Leute mit so Achterbahn-Merchandise und sowas. Also man merkt schon, die haben da genau das Richtige gebaut. Das ist sehr, 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 sehr geil. Ja, damit sind wir jetzt auch am Ende dieses Spotlights angekommen. Ich wünsche euch viel Spaß in den Freizeitparks und auf den Achterbahnen dieser Welt. Bis dann!